Ja, hallo und grüß euch, willkommen bei Sinneshills. Ich mache da jetzt einen zweiten Teil von den Originalen und Remakes, weil das ist, hat keinen Platz mehr gehabt, weil man ja begrenzte Zeit hat mit 10 Minuten. Ist erstaunlich, wie schnell 10 Minuten umgehen. Aber gut, nachher werden wir das halt nachreichen und das machen wir hiermit. Originale und Remakes, da haben wir das Original von Freitag der 13. auf Blu-ray. Unübertroffenes Original, muss man sagen, einfach der beste Film aus der Reihe. Der zweite ist auch noch gegangen. Die Nachfolgen kennen wir ja alle. Da gibt es, glaube ich, 8. oder 9. oder 10. sogar, wenn man Jason X dazu rechnet. Ich muss sagen, der Film hat mir sehr gut gefallen, war natürlich klar, weil es Original einfach unübertroffen ist, kennt auch jeder, Freitag der 13. Vielleicht zur Blu-ray-Ausgabe möchte ich dazu sagen, dass das wirklich sehr gelungen ist. Also das ist, man hat da ziemlich ein gutes Bild rausgeholt aus diesem alten Master. Und besser wird es Freitag den 13. wahrscheinlich niemals geben. Von der Bildqualität her. Also kann man sagen, passt, ist in Ordnung. Und das war wirklich ein Teil, wo man sagen muss, spitzenmäßig. Tja, leider gibt es Remakes, die nicht so besonders gut sein. Und das war so eins, Freitag der 13. aufs Jahr 2000 umgeschnitten. Ist mir echt zu heftig, ist mir ein bisschen zu stressig. Die Teenies sind 10-mal nerviger als wir damals. Jason ist mal ein bisschen zu schnell eigentlich, bewegt sich ein bisschen zu schnell. Naja, gut, also das, ich habe den Film geschenkt gekriegt zum Geburtstag, gekauft, selber hätte ich ihn mir wahrscheinlich nicht. Interesse halber habe ich mir es angeschaut, aber bitte, ist jetzt nicht so der Bringer. Ein Remake, das man eigentlich nicht braucht, also Freitag der 13. Bitte nur das Original und nicht das Remake. Alright, sagen gleich, weiter geht's mit King Kong. Und zwar ist das die Urversion. Das kann man sagen, ist das allererste Film von King Kong, das absolute Original. Und der Film ist von 1933. Und ist einfach für diese Verhältnisse, wenn man jetzt bedenkt, wie alt der Film ist, nicht? Also 1933, das ist schon ein paar Tage her. Eigentlich mit dieser Stop-Motion-Technik gemacht. Dieser Film, den hat der Ray Harryhausen, das hat den Ray Harryhausen inspiriert, seine Filme zu machen. Ray Harryhausen dürfte der Begriff sein. Und dieser King Kong hat eben Ray Harryhausen inspiriert, auch diese Stop-Motion-Technik anzuwenden, und das ist ihm natürlich sehr gut gelungen. Es gibt dann die ganzen Sinbad-Filme, zum Beispiel von Ray Harryhausen, Jason und die Argonauten, Kampf der Titanen, das war eher der Abschlussfilm, glaube ich, von ihm. Super gemacht. Dinosaurier in New York muss ich da noch erwähnen, auch Ray Harryhausen, auch sehr gut. Das ist also das Original von 1933. Dann, das ist jetzt sozusagen also ein Zwischenteil. Man könnte nicht sagen, dass das jetzt ein Remake ist, sondern das ist eher also ein Zwischending aus dem Jahre 1978 oder 76, ihr müsst nachschauen, mit Jeff Bridges. Dieser King Kong haltet sich nicht an die Originalvorlage, sondern ist da ein bisschen eigenständig unterwegs. Ist aber nicht schlecht. Hat eine relativ gute Bildqualität, läuft 2 Stunden 10 Minuten, also relativ lang. Und Jeff Bridges und Jessica Lange eben in diesem King Kong von 1978. Das ist eigentlich jetzt das eigentliche Remake, weil das ist das von Peter Jackson.
weil dieser Film sich an die Originalvorlage eigentlich haltet. Man sieht, dieser King Kong soll auch im Jahre, in den 30er Jahren eben spielen. Diese Blu-ray ist absolut, absolut empfehlenswert, das kann man wirklich sagen. Ich würde fast sagen, Referenzklasse, was das Bild anbelangt, also spitzenmäßig gelungen. Spielzeit von lächerlichen 3 Stunden. Ist aber kaum Minuten langweilig und ist somit als Remake super gemacht. Dann ebenfalls wieder auf Blu-ray, Planet der Affen mit dem Charlton Heston. Unübertroffenes Original. Sehr guter Transfer. Bestes Bild, was derzeit möglich ist für diesen Film. Die Blu-ray hat eine modsmäßige Sonderausstattung. Ich bin kein Sonderausstattungsfreak, wie ihr es inzwischen wisst, aber kann man sich ohne weiteres zulegen. Wie es da oben schon steht, ist ein Meilenstein der Geschichte und das passt, das auf jeden Fall. Planet der Affen. Und last but not least, Planet der Affen, ebenfalls auf Blu-ray von Tim Burton. Tim Burton ist mein Favorit. Tim Burton-Filme liebe ich. Somit muss ich auch sagen, dass dieses Remake von Tim Burton finde ich jetzt als gelungen. Es gibt natürlich verschiedene Stimmen, die sagen, naja gut, das ist jetzt nicht so der Bringer. Aber mir hat der Film irrsinnig gut gefallen. Super gemacht. Gut, die Affen hupfen da 20, 30 Meter durch die Luft. Aber bitte, es handelt sich um einen Film und keine Dokumentation. Also Tim Burton hat da wirklich was Gutes abgeliefert, muss ich sagen. Und dieser Film ist wirklich spitze, also super Remake finde ich. Schaut es nach an, habt ihr eh schon gesehen wahrscheinlich. Und wenn man so Originale und Remakes miteinander vergleicht, nachher kann man eben sagen, der hält sich mehr dran, der hält sich weniger dran. Das ist jetzt auch so, hält sich teilweise dran, ist aber gelungen und ist natürlich in die Sammlung aufgenommen und die Qualität der Blu-ray ist ebenfalls in Ordnung, auf jeden Fall besser wie die DVD, das kann man von der Blu-ray zu 99,9% immer sagen, logischerweise. Okay, das war das Nachgereichte, ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.